Greifarm? Da, Greifarm. Verseht ihr mit Strom, weil wir noch keine tollen Mäste haben. Und tu da jetzt die grünen Packs rein. Nimmst du dir jetzt auch ein grünes Ding? Ja, tust du. Okay, sehr schön. Britzel, 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 Britzel. Das heißt, das müsste auch nach und nach durchgearbeitet werden. Problem ist halt, wir haben noch nichts automatisiert, weil ich mich hier immer wieder habe ablenken lassen. Weg. Weg. Und wir eh bei weitem nicht genug Materialien dafür haben. Ah, das ist auch so ein Knackpunkt. Das hätte ich echt nicht gedacht. Oh ja, mehr ist immer gut. Also, erstmal die ganzen Fabriken hinstellen, die wir brauchen, um Fließbänder herzustellen. Also, Fließbänder benötigen Eisen und Eisen. Also erstmal Zahnräder. Du stellst bitte her Zahnräder. Du stellst bitte her Fließbänder. Und ihr braucht beide noch Ärmchen. Forschung weg. Mehr Ärmchen. Also, du nimmst, du gibst, du nimmst, du gibst. Und wir machen spaßeshalber mal einen Splitter hier hin. Splitter, Splitter, Splitter. Splitter hier hin. So. Darum, darum. So. Gucken mal. Fließbänder. Was brauchen wir für die Ärmchen? Eisen, Eisen. Es wird sehr eisenlastig, die Geschichte hier. Ja, gut. Kommen wir bei weitem nicht hinterher. Vor allem haben wir gleich ganz viele Fließbänder und kein Eisen mehr über für das andere. Gut, wir bauen nochmal einen Splitter und dann verarschen wir einfach unser eigenes System. Indem wir... Das sieht jetzt doof aus, werde ich auch später ändern, aber... Ja. Indem wir hier... Ist da wieder ein Baum im Weg? Stirb, Baum. So. Indem wir hier einen Knick machen. Das muss weg. Hier einen Knick machen, das führt hoch. Und es führt hinter die beiden Maschinen. Und da drauf. So haben wir sichergestellt, dass ab und an wenigstens hier hinten auch noch Platten ankommen. So, und du stellst bitte die da her. Dafür brauchst du die Platten, du brauchst das da, du brauchst aber auch Circuits. Problem. Circuits brauchen Kupfer. Und Eisenplatten. Nochmal. Aber ich guck gerade, wir können... Das Ganze ist ziemlich kompakt bauen. Also wir bauen die Arme einfach hier und hier die Circuits. Ah, Kupferkabel brauchen wir auch eine Maschine. Okay, es geht nicht in einem Viererblock, aber es geht kompakter als das Riesending hier. Das heißt, hier kommen bitte Electric Circuits hin und hier kommt bitte Kupferdraht hin. Ihr kriegt noch Ärmchen. Ein rein, ein raus. Ein rein, ein raus. Und Kupfer. Wir müssen jetzt Kupfer abzwacken. Und mit unterirdischen Leitungen arbeiten. Einmal vom Förderband runtergehen. Einmal einen Splitter. Du. Dann drehen wir hier eine elegante Schleife. So. Bauen dann unterirdische Förderbänder. Und lassen das hier durchrauschen. So. Dann läufst du hier lang und einfach auf das Eisenfeld drauf. Ups, das war nicht so beabsichtigt. So. Das sieht nicht gut aus. Das äußere Ding wird vollkommen überladen. Deswegen brauchen wir jetzt noch einen Splitter. Splitter ist allgemein immer unsere Lösung, wenn irgendwas zu sehr lastig wird. Also haben wir... Nee, da ist doof. Da. So. Falsche Seite. Da. Da.
Das ging ja. Problem ist nur, dass die Fabrik, die wir hier dann hinsetzen. Erstmal ist die Fabrik ja falsch. Die gehört dahin. Ah doch, hat Platz, geht genau auf. Sehr schön. Man könnte meinen, dass die Programmierer das schon so beabsichtigt haben, dass man dieses Muster hier benutzt. Weil es gibt für fast alles eine Lösung innerhalb dieses Systems. Das ist echt schick. Also, du sollst weiterhin die da herstellen. Da kommt auch der erste Circuit Board schon an. Du brauchst trotzdem neue Ämmchen. Rein, raus. Und das Ding ist jetzt schon fertig, oder? Ah, es braucht natürlich noch das Ding, was grüne Tränke baut. Du. Ein rein, ein raus. So, ich sehe ganz viele Fließbänder. Ich sehe da ein Inserter. Aber die haben wir auch gerade erst hergestellt. Hm? Zahnräder werden geholt. Wird gebaut, wird abgelegt. Wird gebaut, wird abgelegt. Okay, läuft soweit. Jungs, ich räume einmal kurz auf. So. Nehmen dann... kann hier sein, ja. Kann überall sein eigentlich. Dann nehme ich einen Logic oder einen Smart Inserter und der klaut sich von hier einfach alle grünen Science Packs. So. Tada. Oh. Sollte nicht hier sein, fällt mir gerade auf. Es sollte vor dem Splitter da unten sein, damit das auch schön verteilt wird. Hör auf, mich rumzufahren, du Fließband. So. Gib ihm. Das wäre Nummer 1. Wir sollten es aber im Idealfall hinbekommen, dass wir gleich viele Science Packs grün wie Science Packs rot herstellen. Sehe ich momentan ein Problem drin. Bist du durchgehend am Arbeiten? Ja, doch. Sieht gut aus. Eine Maschine. Dahin. Du stellst ebenfalls grüne her. Die wird gleich meckern, dass sie nicht genug Zeug bekommt. Bin mir ziemlich sicher. Aber sie kann schon mal die ganzen Fließbänder hiervon runterpulen. So, wie sieht's mit Eisen aus? Nicht gut. Echt nicht gut. Ja, wir wollten unten beim Eisen irgendwas machen. Ich weiß nur nicht mehr was. Wir wollten Schmelzöfen hinstellen. Genau, deswegen bin ich nach oben gelaufen, um Steine zu holen. Und Kohle. Mitkommen, mitkommen. Ich hätte gerne 6 Burner Mining Drills. Unten oben, unten oben. Unten oben, unten oben. Ein Holz für dich. Ein Holz für dich. Das heißt, jedes Mal, wenn wir jetzt vorbeilaufen, kriegen wir nicht 100 Kohle, sondern 300 Kohle. Und es macht ein befriedigendes Tacka-Tacka-Tacka-Tacka-Tacka-Geräusch. So. Ein Holz. Alles läuft, okay. Mitkommen, 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 mitkommen. Eisen. Eisen staut sich, das ist gut. Also Roheisen. Kein Platz, kein Platz. So. Du weiter hoch. Das Ding war doof. Es war ziemlich sinnfrei, ja. Das müssten wir eigentlich hier irgendwo hinsetzen. Machen wir das Licht da weg. Haben wir noch einen Splitter? Nö, wir haben irgendwie nie Splitter. Was? Oh doch, wir hatten einen. Split. Dreht. Dumm. So. Kohle. 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 Strom wird nicht da ankommen. Also hätten wir das gerne so rum. Da muss noch einer hin. Und da muss noch einer hin. Ärmchen. Einer nimmt, einer gibt, einer nimmt, einer gibt, einer nimmt, einer gibt. Und wir brauchen jetzt wahrscheinlich abermals
ein Splitter, weil zu viel auf dem linken Förderband abgelegt wird. Das ist ein Problem, weil links ist Kupfer. Deswegen machen wir hier eine Nische rein. Da kommen unterirdische Förderbänder hin. Dann machen wir hier den Splitter. Und machen das so. Das ist doch schnieke. Sehr schön kompakt. Alles ist so sortiert, wie sein soll. Alles ist gut. Trotzdem ist mir das noch nicht genug Eisen. Wir müssen mehr Eisen haben, das von unten kommt. Also, du weg. Du weg. Du weg. Wir werden das so schnell hier wegfräsen. Schön, 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 schön. Drei davon. Du kannst weg, du kannst weg. Euch brauchen wir fast nie in der Quickleiste. Holzkisten schon. Boiler eher weniger. Du da, du Baum. Du nicht da. Da. Strom. Strom. 1, 2, 1. Oh, Schmelzöfen sind fertig. Ich würde gern gleich die nächsten erforschen. Dafür brauchen wir aber erstmal Advanced Electronics. 40, 40, das ist doch gut machbar. Dann Baum. Du da. Du da. Das Ganze noch schön mit Fließbändern versorgen. Und jetzt haben wir hoffentlich, ich denke mal nicht, dass es genug ist. Aber es wird schon mal Anfang sein. Und wir haben keine Eisenplatten. Das lässt sich ein wenig beheben. Ich vermisse irgendwie den Stau, den wir hier hatten an Ressourcen. Das ist irgendwie doof. So, da. Das sieht jetzt irgendwie so aus, als hätten wir nichts. Aber es wird halt alles gleich verarbeitet zu anderen Sachen. So. Das heißt, die müssten jetzt alle durchgehend am Laufen sein. Durchgehend am Laufen, durchgehend am Laufen. Ja. Auch die hier hinten? Ja, gut. Also, Eisenplattenproduktion fast verdoppelt. Von 4 auf 7 aufgestockt. Und nochmal 2 Förderrauten rangebappt. Ich hoffe mal, das reicht soweit. Und wir haben hier richtig viel Kohle zum Abholen. Das heißt, wir stufen einmal alle auf. Dann gucken wir kurz runter zum Kupfer. Weg, 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 weg. Runter zum Kupfer, füllen da auch auf. Und ich glaube, wir erweitern auch mal um einen Förderer. Sonst kommen wir auch bald beim Kupfer in die Bredouille und das wäre nicht so schön. Also dahin. Ich sehe das Muster hier nicht mehr. Ich glaube, also ich mache einfach hier weiter. Dahin. Da geht das Muster weiter. Baum. So. Da. Fließband. Fließband. Mehr Schmelzöfen. Sagen wir mal 2 mehr Schmelzöfen. Du, du. Da noch irgendwo querbeet einen Pfosten hin. Du nimmst, du gibst, du nimmst, du gibst. Nom nom, nom nom. Ich habe keine Ahnung, wo ich mit dem ganzen Holz hin soll. Vor allem die besseren Strommäste später, die brauchen glaube ich gar kein Holz mehr. Die brauchen Stahlträger. Dann habe ich gar nichts mehr, was das Holz irgendwie, ne? Also überlegen, ob wir nicht wirklich ein Lagersystem aufbauen. Mit ganz, ganz vielen Kisten, wo einfach alles reinkommt, was überschüssig ist. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, und Kupferproduktion auch eben mal für 1,5-facht ungefähr. Schön, schön. Wie sieht das Ganze jetzt oben aus? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wie sieht das Ganze jetzt oben aus? Es kommt schon mal wesentlich mehr an. Es ist nicht alles voller roter Science Packs. Hier ist viel zu viel Kupfer und alles staut sich. Bist du durchgehend am Arbeiten? Nö, du brauchst Greifarme. Ah, wir haben keinen zweiten Greifarm-Bauapparat-Dingbums.
brauche mehr Eisenplatten. Haben wir hier Überschuss? Nö. Ja. Eine Fabrik bitte für Greifärmchen. Da. Du stellst her diese Dinge. Du brauchst Eisen und Eisen. Und du brauchst Greifarme, um Greifarme herzustellen. Du nimmst, du gibst. Und ich mache das hier einmal leer, damit sich das System erholt und hoffentlich dann einigermaßen gut klappt. Obwohl, rein logisch gesehen, bräuchten wir noch einmal die da. Was jetzt nicht so schön ist. Also wir bräuchten noch eine Fabrik. Wahrscheinlich nicht hier, sondern irgendwo besser positioniert, aber ich weiß gerade nicht wo. Und da müssen Fließbänder hergestellt werden. Wofür wir auch wieder nur Eisen brauchen. Das ist absolut krass. Ganz viele Kupferplatten. Ja, Kupfer. Ach du gute Güte. Ich glaube, wir sollten nicht unsere Kupferproduktion nochmals erweitern. Hier war alles voll Kupfer. Nicht schön, nicht schön. Und ich wundere mich, dass hier eigentlich alles voll mit roten Tränken ist. Kein Wunder, wenn kein einziger roter Trank produziert werden kann. Consumption Production ist okay. Wir sollten auch bald das Stromnetz erweitern. Ja, gut. Also, wir haben es geschafft. Die grüne Produktion läuft. Die Forschung läuft dementsprechend auch. Auch wenn das hier dabei weiter noch nicht optimiert ist. Wir müssen auch hier alle naselang reingucken, weil halt der Zulauf noch nicht so gut funktioniert. Also theoretisch müsste der Arm da ein bisschen langsamer funktionieren. Das können wir ausgleichen, indem wir hier drin noch irgendwo einen Abnehmer reinbauen. Also noch irgendwas, was Kohle verbraucht. Oder wir ziehen einfach... an welcher Stelle? Wir ziehen einfach an irgendeiner Stelle überschüssige Kabel raus. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Aber wir haben hier eh nur 3 noch Fabriken über. Also überlegen, was wir damit noch anstellen können. Allgemein sollten wir auch bald anfangen, Stahl herzustellen für Hightech-Zeug. Wobei ich dafür eigentlich ganz gerne automatische Schmelzöfen hätte. Das müssen wir dann gucken. Also ja, nächste Folgen. Forschung weiter betreiben. Optimieren von Grün. Optimieren von Rot. Und wir haben doch recht viel Stein inzwischen, denke ich mal. Wasser ist nicht heiß genug. Wir brauchen einen Boiler. Du... Ja, wir erweitern mal ganz kurz das hier. Ding, ding, ding. Wir brauchen Rohre. Ein Rohr fehlt. Mehr Rohr. So. Also, wir haben ganz viele Steine. Wir sollten eine Mauer ausbauen. Wir sollten das hier gleich noch anzapfen. So. Ein Boiler fehlt. Da. Was? Nein, ein Greifarm fehlt. So, also Stromversorgung steht, wir sollten eine Mauer bauen und grün und rot optimieren. Danach muss ich gucken, was. Wir könnten mal gucken, wo sich die Gegner so umtreiben. Also bis zum nächsten Mal.